Schluss mit der Vorbereitung. Am Samstagabend steht für die TSG das erste Pflichtspiel der Saison an. In der ersten DFB-Pokalrunde trifft das Team von Cheftrainer Alfred Schröder auf die Würzburger Kickers. Die Vorfreude auf die Partie gegen den Drittligisten steigt. Ich glaube, wir haben gut gearbeitet, sind fit auf jeden Fall. Und ja, es ist schön, dass es jetzt mal wieder um was geht und einfach Pflichtspiele auf dem Programm stehen. Die Würzburger Kickers haben eher einen durchwachsenen Saisonstart hingelegt. Nach 4 Spieltagen stehen sie auf Tabellenplatz 17. Dennoch kein Grund, sie zu unterschätzen. Pokal, sagt man ja so schön, hat wirklich seine eigenen Gesetze. Dementsprechend gibt es überhaupt gar keinen Grund, irgendwen auf die leichte Schulter zu nehmen. Zumal wir auch gegen einen Gegner spielen, der Drittligist ist. Und das sicher nicht einfach wird, aber dass wir Favorit sind, ist auch klar und so wollen wir doch auftreten. Es ist also Zeit für den Wettkampf. Der Startschuss in die neue Saison ist am Samstag um 18:30 Uhr.